Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 3 bei der Sakura Show, wo es sich um die 100 Parts um Sakura kümmert, gefühlt, wirklich gefühlt. Weil ich glaube, Sakura ist wirklich zu dieser eigenen Main Character, würde man sagen. Jetzt mal auf grob geschätzt. Wer hat hier seine Hände noch an? Simon, das geht ja wohl gar nicht, ganz ehrlich. Was machst du denn dann noch? Okay, keine Ahnung. Ich bin heute ein bisschen aufgedreht. Das hört man wahrscheinlich. Ignorieren. Ich schlafe. Tschüss. So. Auf jeden Fall wundert es mich nicht, warum du nicht zur Schule gehst, Madame. Ja, wir wohnen jetzt erstmal woanders, ne? Ich habe das jetzt erstmal so gemacht, dass ich einen neuen Speicherpunkt gesetzt habe oder generell halt mal einen neuen Punkt gesetzt habe. Ja, zur Schule brauchen wir anscheinend nicht. Okay, alles klar. Wir brauchen nicht zur Schule gehen. Das ist dann auch schon mal ganz gut. Ja, also ich habe das jetzt so gemacht, dass das Spiel stehen bleibt. Cool. Okay, so, sind wieder da. Ich mache jetzt mal kurz einen Speicher-Test. Den habe ich jetzt schon 5-mal durchgeführt und es ist schon gut gelaufen. Wir sind jetzt in der Aufnahme. Und wenn es jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Also, ich habe ein neues Spiel gestartet, die Familie denn in Bridgeport reingesetzt und hoffe mal, dass es halt jetzt klappt. Sonst werden wahrscheinlich meine Sims nie altern. also ich habe jetzt halt so weit ausführlich so nochmal privat gespielt, wo eigentlich Michelle zur Schule geht, aber irgendwie hat sie gar keinen Bock auf Schule. Ich habe es jetzt noch so weitergemacht, dass Lisanne schwanger wird. Und ja, sie geht jetzt zur Arbeit. Achso, nee, jetzt geht die gar nicht zur Arbeit. Sie hat da keine Arbeit. Stimmt ja. Sie ist jetzt dazu. Garbage. Kommst du mit? Garbage. Ich glaube, er kommt nicht mit. Naja, okay. Dann gehen wir eben alleine. Ja, das haben wir eigentlich alle schon Part 100 erlebt, aber das Spiel will uns ärgern, indem es mich einfach nicht speichern lässt. Genau wie das hier, das habe ich ja eigentlich auch schon alles entfernt. Oh, und das hier auch. Das ist auch wieder alles da. Bleibt jemand zu Hause? Nee. Sogar das Pferd kommt mit. Kommt noch jemand? Kommt doch das Pferd mit? Oder springt die Karre nicht an? Anscheinend springt die Karre nicht an. Oder ich glaube, dass einfach Marlena Probleme hat bei dem ganzen Quark. So, du bist drin? Du bist drin. Du bist drin? Du bist drin. Ja, du fährst wahrscheinlich mit deiner... Ah, nee, du. Ah, smarte Entscheidung. Jeder nimmt seinen eigenen Weg. Okay. Dann sind wir hier, ne? Oder müssen wir noch weiter? Ne, wir sind hier richtig. Okay, aber schön. Also, ich liebe das Spiel, ne? Ich glaube, dass einfach Marlena Probleme hatte. Deswegen sich so, ja, ich kann halt fahren alleine. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Person ist, die ich abgrundtief hasse. Hast du mich? Das ist wahrscheinlich besser geworden. Oh Gott, jetzt sind die doch noch rumgefahren, ey. Ich muss doch nicht nur moderieren. Das geht doch gar nicht. Ah, Gott, das Spiel wird mir noch einen Strich durch die Rechnung machen. Ihr kommt zu spät, ne? Das wisst ihr. Oh Gott, dir geht's gar nicht gut, ne? Nicht, dass du. Oh Gott, du hast Hunger. Wir können einstinken. Oh Gott, nein. Geht ja wohl gar nicht. Aber naja. Ich würde jetzt sagen, mal hochschwanger mit Lisanne Brücke, aber irgendwie wird das halt auch nichts, ne? Auszeichnen übergeben. Danke. So würde ich mir das vorstellen. Was ich halt auch noch platziert habe, ist. Oh, das wurde aber. Das habe ich aber nicht platziert. Genau wie das hier habe ich gar nicht platziert. Was ich noch platziert habe, ist das hier. Da. Das Serumhaus.
wo ja hinten so ein wunderschöner Baum ist. Den könnten wir dann halt meistens dann auch mal gerne testen. Also generell möchte ich auch in dieser. Boah. Ich glaube, in dieser Generation möchte ich noch keine übernatürliche Wesen haben. Also ich hab's halt nicht so mit den Wörtern. Also irgendwie habe ich wieder paar Probleme mit Wörter suchen. Deswegen ist es gerade für mich irgendwie ein bisschen schlimm. Okay, Sakura hatte gar keinen Bock mehr gehabt, mitzufahren. Also ich glaube, Marlena und Sakura verstehen sich wahrscheinlich nicht so gut. Ja, doch, okay, es ist noch im grünen Bereich, da habe ich ein bisschen mitgeholfen, aber ich wollte also eine schöne, etwas bessere Dynamik haben und so. Ja, natürlich kommst du als erstes raus. Oh, das war so schön. Oh Gott, das hat aufhört. Sie ist Zwänger. Ja, schwanger. Schön. Jetzt werden wir das halt auch mal wieder erfahren. Dreh dich! Dreh dich! Dreh dich! Better in Wings! Oh, geil. Sie hinterlässt. Mit der möchte ich mich doch nicht sehen lassen. Das ist nicht meine Schwester. Ja, klar. Oh, Sakura, weißt du, was du machen kannst? Du könntest mal hier hingehen und Feenstaub kaufen und das dann deinen Freund schenken. Ne? Noch Freund. Ich glaube, wir bleiben nicht an dieser Angel, ganz ehrlich. Oh, was denn da? Ist da ein Loch da, wo hier. Oh. Oh nee, das ist aber nur. Okay, das ist aber nur doof gemacht. Oh, du hast. Ah nee, wir haben hier ein Dings gekauft. Haben wir ja Punkte gekauft für Rebell. Das sollten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen machen, weil wenn wir halt mit Sakura dann halt auch schon so ein bisschen rebellisch sein möchten, dann müssten wir halt auch diese Schiene eingehen. Was ich auch gerade gesehen habe, ist das hier, ne? Nee, 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 das war es nicht. Irgendwo gibt es hier auch eine Müllecke. Und da würde ich den halt dann gerne Moritz hinschicken. Weil er hat ja nicht mehr lange zu leben, ne? Das ist ja halt auch mal wieder so das Ding. Die beiden werden uns halt auch bald abkratzen. So, ich mache dir jetzt mal ein Angebot, ne? Und zwar möchte ich erstmal was kaufen. Hast du vielleicht ein bisschen Feenbrise da, ne? So wie frische Brise, aber bloß Feenbrise. Das würde mir sehr gut helfen. Bitte hören Sie von mir auf, Fotos zu machen. Gehen Sie bitte in dieser Telefonzelle und kommen Sie bitte nie wieder. Danke. Kann ich Lama benennen? Nee, lass mal. Ich bin Sakura. Du mit deinem Schlangenoutfit. Glas voller Freundschaft. Ich mag, wenn das Spiel buggt. Normalerweise würde diese Musik gar nicht mehr spielen. Okay. Wieso sieht hier die Einleuchtung? Einleuchtung, trinke einen Schluck und ruh dich aus, um schnell deine Fähigkeiten zu. Nochmal ein Glas voller Freundschaft. Was ist jetzt daran anders? Ein wenig zu verbessern. Und das ist denn doll, oder was? Mein bester Freund. Starkes Heil. Heil-Elixier. Starkes Heil-Elixier, du musst noch mehr verwunden. Schafft Abhilfe. Was ist das? Wir behalten das mal. Wir werden das jetzt noch nicht einsetzen. Das wird wahrscheinlich in der Zukunft noch ein bisschen mehr Freude bringen, sagen wir es mal so. Sakura hat so gedacht, ach, ich wollte mir eigentlich so richtig schönes Gucci-Parfüm kaufen. Ja, die Verkäuferin hat gelogen. Sie wird es noch nicht anwenden. Das noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr dafür bringen. Ich werde es wahrscheinlich in einem Moment sehr doll vergessen. Aber es wird auf jeden Fall Freude vorbereiten. Es wird auf jeden Fall Freude bereiten. Oh Gottes Willen, einen bösen Zwilling, ey. Das ist, oh mein Gott. Also, wenn es mal knapp auf knapp kommt. Warum gucke ich da eigentlich in die Kamera? Die Kamera ist gar nicht an. Wenn es knapp auf knapp kommt mit meiner Familie generell, Oh,
dann werde ich das wahrscheinlich einsetzen. Oder jemand ist dann wirklich halt auch so böse und wird halt die Gene von Sakura dann auch mal annehmen. Dann werden wir da auf jeden Fall noch was machen. Was ich auf jeden Fall noch gemacht habe, ist nochmal den Enras-Mod zu installieren. Hat aber leider jetzt erstmal noch nicht geklappt. Ich könnte jetzt nochmal ganz kurz eine kurze Aufnahmepause machen, bin gleich wieder da. Ich hab's nicht hinbekommen. Keine Ahnung, was jetzt hier los ist. Ich muss mich nochmal im Internet ein bisschen damit auseinandersetzen. Irgendwie komischerweise hat sich jetzt Sakura irgendwie dafür bereit gemacht, dass sie jetzt irgendwie eine Teilnahme mit Dingern hier. Mach doch das doch! Dann mach doch, schieb dir doch Wissen rein. Du hast doch. Hast etwas Hunger. Naja, geh mal stinken dran, ne? Gottes Willen. Dieses. Wo ist der Wäschekorb? Ja. Ach hier, da ist der letzte Wäschekorb. Den kannst du mal gucken. Wie reinigst du das jetzt? Das möchte ich mal gerne jetzt. Oh. Ja, du wirst schon nicht sterben. Ja genau, mach mal das Gericht aber da. Ach, da ist noch was. Dann werde ich das mal auch wegmachen. Kannst du das trotzdem noch reinigen? So, zeig mir mal. Okay. Alles klar. Ah, okay, ich verstehe. So. Weg da. Ja, klar. Kann ich das? Ja, super. So. So, Moritz. Du machst das jetzt weiter. Genau. Dann bist du eine Tasse. Du bist auch eine Tasse. Genau wie du. Du bist auch eine Tasse. Und wir werden von der Seite angequatscht von einem komischen Typen, der mir bekannt vorkommt, auf jeden Fall. Devin Aston. Der sagt mir auch was. Ja, ich habe sehr viel Tyrafin geguckt. Okay. So, Marlena Henderson. Was machen Sie denn da gerade? Ich wollte halt generell nochmal gucken, ob ich halt gerne auch noch mehr Sims halt machen könnte. Aber leider ist es halt nicht möglich. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Sims und dann 8, wenn noch die eine Göre halt dazu zusammenkommt. Ich möchte ja auch nicht übertreiben mit den Kindern, ne? Ich möchte halt auch keine Zwillinge haben, aber diesen Enras-Mod halt generell, weil der halt immer so lustig ist, auch, dass halt Teenager ja dann schwanger werden können, weil normalerweise hätte ja eigentlich Sakura mit dem Kind ja auch nicht schwanger werden können, weil 6 Tage halt noch, normalerweise halt so 10-9 Tage braucht man dann halt. Und da sieht man dann halt auch schon, dass ja halt Sakura das Kind halt als Teenager ja. Keine Ahnung, was das gerade war. Mach mal danach. Oh, du hast deine Hausaufgaben schon fertig gemacht. Alter, du kommst überhaupt nie nach deiner Mutter. Ich sag's dir. Das hört sich auch irgendwie richtig böse an, muss ich sagen. Ja, gut. Du hast super gemacht. Dann würde ich sagen, dass ihr mal irgendwie aufräumt. Und du kannst das auch aufräumen, wenn du ehrlich bist. Nee, die kannst du mal machen. Wir brauchen irgendwie Essen im Kühlschrank. Wir haben ja fast gar nichts mehr, ne? Oh, doch so einiges. Oh, mach das hier auch nochmal rein. Nee, wir haben halt noch Schrott, ne? Ja, natürlich, mache ich gerne. Was muss ich denn machen? Besuche wie. Ich muss mal gucken. Wo ist denn das? Wo kann ich das denn sehen? Ah, hier. Ja, das hätte man mir. Oh, Wellness Center. Oh, yeah. Massieren werden. Oh ja, sie wird auf jeden Fall keine. Das wird sie auch. Oh ja. Lass mal machen. Sie wird auf jeden Fall keine Kosten sparen, das wollte ich sagen. So, indem hier alles normal läuft, hat einfach Sakura ihr bestes Leben, ne? Ich glaube, die Familie Brücker macht alles richtig.
Die Sakura wird halt schon im Teenagerjahren schwanger. Sagt, Lisanne dachte so, okay, wenn dann erst richtig, wo man jetzt richtig jung Erwachsene wurde, jetzt gleich schwanger werden. Fast. Der hat schon wieder sein Handy nicht ausgemacht. Du sollst doch nicht mit... Oh, das ist meine Tochter. Pass bloß auf. Oh. Ach, du räumst auf. Oh, schön, du räumst auf, Teil. Ich desinfiziere. Oh, ich kann nicht mehr sprechen. Nein, ich bin so kurz davor, alle auf Star Level 0 zu machen, weil mich das einfach nervt. Guck mal, alle haben auch so gesagt, einen Rang hier. Was ist das denn hier? Für dich brauchen wir wirklich mal das Rebellische, muss ich sagen, ne? Bin ich dir immer ehrlich. Aber was machen denn so Rebellen? Ich habe da keine Ahnung. Guck mal, unsere Leiste ist auch nicht mehr so die hellste. Ey, von unseren so gesagten Kindern werden wir echt gehasst. Werden die Bilder nicht mehr Oh, doch, gut. Die mussten nur geladen werden. Oh. So, die haben wir auch mit, die Alte. Die haben wir hier im Ghetto. Wie die anderen beiden. Karte zu den... ach, du hier? Hausaufgaben zu... Oh Gott, stimmt ja, die ist dann noch ein Teenager. Okay, dann gucken wir mal. Keine Interaktion für... darf ich mal ganz kurz stören? Oh, der fährt gerade weg. Ah, nee, nicht du, nicht du. Wo ist der denn? Oh Gott, das ist schon richtig Stalker-mäßig hier. Belly-Haushalt. Nee, nee, nee. Ach, da ist er! Auto. Wenn er möchte, ich bitte drum gebeten werden, ein Autogramm zu bekommen. Guck mal, wo ich halt jetzt gerade gezoomt habe, verschwindet er jetzt einfach, weil ich ihn stalke. Das hat er mitbekommen. Du brauchst nicht abhauen. Du brauchst nicht abhauen. Psst, du brauchst nicht abhauen. Bleib einfach da. Oh Gott, wirst du schwanger oder was? Was laber ich überhaupt da? Ja. Partner werden. Wie Partner werden? Was bedeutet das? Ich, wirklich, also don't judge me, aber ich sehe da Sakura. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Ich schreibe mir das auf. Das ist so richtig Sakura-mäßig. Und nachher wird sie das bereuen, wenn sie halt wirklich im Erwachsenenalter ist. Ich sag's euch. Schön. Heiz. Ab. Sakura. Ja, ist doch schön. Weil, ganz ehrlich, Schönheitsoperation Sakura. Sakura blüht auf. Ne? Ist ein Baum. Die Leute, die es noch nicht bewusst haben. Sakura ist ein wunderschöner Kirschblüten, glaube ich. und ja. Der muss ja schön aussehen. Und das machen wir jetzt halt. was machst du jetzt? So, wir müssen mal wirklich mit dir mal irgendwie mal klarkommen hier. Bitte geh dich mal am Generator. Ah, Generator. Profil an den Mitteilungen ansehen. Mal sehen, ob da irgendeine bestimmte Person für dich da ist. Wir haben ja schon eine im Club mitbekommen. Die ist leider nicht aufgetaucht, aber dafür eine Max Logan. Die ist halt auch Single. Und die ist auch direkt ins Gesicht gesprungen. Ja. Das wäre... Oh, ja. Simon ist ja halt auch so einen ganz besonderen... Wir bekommen jetzt so viele Gedanken, ne? Simon möchte mit Charon, wenn er zusammenkommen. Lisanne wird schwanger. Ne?
Sakura möchte eine Schönheitsoperation durchführen. Sie möchte einen bösen Zwilling. Boah, das ist doch krank hier alles. Fertig. Also das würde ich mal ein bisschen länger so behalten. So, fühlst dich ja entspannt. 11 Stunden nur. Was war das denn für eine Massage? Also bevor du mir wegstirbst, kannst du bitte das einmal. Essensqualität verbessern. Achso, nee, hier. Warum ist denn hier nicht Oh nee, das wollte ich gerade gar nicht. Aber warum legst du dich jetzt dahin? Du sollst hier hingehen. So, bei dir ist auch alles gut. Bei dir geht's noch, ne? Ja, du hast Hunger, aber dann muss ich hier was schnappen, genau. So, das werde ich mal hier im Kühlschrank machen, damit es noch ein bisschen haltbar ist. Hier ist jetzt ins Bett, das ist super. Ja, ich muss hier so ein bisschen gucken. Du kannst dann auch nochmal duschen gehen. Und du gehst dann halt auch ins Schlafen. Nee, schlafen. So. Das sind so wie so drei große Cousinen, denken sich so, ach ja, wir haben noch kein eigenes Bett, nur weil Oma und Opa noch nicht gestorben sind. Alter, das ist echt krass. Das ist echt krass. Stell dir mal vor, das sagt dann halt einer. Wir können erst die Zimmer. Okay, das könnten wir eigentlich schon dann umbauen. Dann könnten wir hier das Babyzimmer machen. Ja, das passt schon. Und dann kommt hier mal in das Zimmer rein. Ja, das passt. So, Leute, ich würde jetzt sagen, wir sehen uns auf jeden Fall bei einer weiteren Folge von Die Sims 3 wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst gerne einen deutschen Unterkommentar nicht vergessen. Und wir sehen uns bei einer weiteren Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.